Let's Play und ich begrüße euch zu diesem ganz besonderen Video, nämlich in ein paar Tagen, um genau zu sein, am Freitag um 20 Uhr wird die Next Sim 22 wieder ausgestrahlt und da gibt es viele neue Ankündigungen und ich habe mir ein bisschen überlegt, was es da so halt alles geben kann und diese Sachen werde ich euch heute präsentieren. Währenddessen spielen wir ein bisschen am Sim. Wir fahren genau so, nämlich zur Münchner Freiheit auf der Linie 3 und wir müssen gerade fahren. So, da erste Haltestelle Schwabing Nord. Schwabing Nord, erste Haltestelle. Jetzt müssen wir hier noch den Rolfer hineinlassen. Dafür müssen wir das hier drücken, genau. Schwierig. So. Dann machen wir das so. Und währenddessen möchte ich euch vorstellen, was ich glaube, was dieses Jahr vorgestellt wird auf der Next Sim. Unter anderem bei den Neuankündigungen. Es gibt ja 2 neue Simulationen und 5 insgesamte Neuankündigungen. Dabei ist auch eine neue Simulationshardware. Finde ich interessant. Darunter könnte ich mir halt vorstellen, dass es vielleicht ein VR-Headset oder ein Joystick für Drumsim gibt. Ah, hätte man fast gehabt. So, jetzt können wir aber gleich fahren. Genau, planmäßig. Also bei der Hardware könnte ich mir, wie gesagt, was die da machen, keine Ahnung. Also, kommen wir jetzt zu den Neuankündigungen. Ich glaube schon, dass es wieder entweder einen neuen Drumsim-Titel gibt oder Neuigkeiten zu einem Drumsim München DLC. Das wurde ja schon in den Gesprächen angekündigt, dass sie an kostenpflichtigen München-Erweiterungen arbeiten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie es hier vorstellen werden. Weiters könnte ich mir ein Notruf 112 DLC vorstellen, beziehungsweise den Winterressort Simulator 3 oder auch hier ein DLC, weil beim irgendwie ist ganz präsent dieses Jahr Notruf 112 und dieses Spiel. Deshalb könnte ich mir das vorstellen. Man sieht am Anfang ein Fahrzeug wegfahren und das gleiche sieht man auch dann später noch in-game. Und da könnte ich mir halt so etwas sehr gut vorstellen. Als DLC oder vielleicht sogar als kostenloses Update. Aber auch der Winter Resort Simulator 2 ist ganz markant im Trailer zu sehen. Von den neuen Simulationen könnte ich mir ein neues Autospiel vorstellen, denn man sieht, hat früher damals noch ein Porsche auf dem Thumbnail gesehen. Jetzt sieht man dort einen Zug, aber das ist dann schon das zweite Spiel, hätte ich gesagt. Und meiner Meinung nach, oder wie ich mich da auskenne, ist das die Hamburger S-Bahn. Also es wird irgend so ein Hamburger S-Bahn-Spiel geben und so ein vielleicht Autospiel, weil in der Beschreibung steht City. Und das könnte irgendwie für so ein Fahrprüfungssimulator sein. Dass der vielleicht dieses Jahr neu vorgestellt wird. Und eben zur Hardware hätte ich gesagt, dass es irgendwie was für Drumsim wird. Das waren also die 5 Neuankündigungen, die ich mir vorstellen könnte dieses Jahr. Für die weiteren 10 Entwicklergespräche werden halt 5 dafür diese Neuankündigungen sein. Und weitere 5 hätte ich jetzt gesehen für Heavy Duty Challenge. Da wurde die Steam-Seite auf aktualisiert und da ist jetzt ein Release-Datum für 2022 genannt worden. Also da wird sicher wieder ein Interview geben. Oder Heavy Cargo, den Nachfolger von On The Road. Da wurde auch die Seite aktualisiert, nämlich auf PC Release 2022. Das heißt, es wird eine Konsolenversion geben, die wird aber dann wahrscheinlich erst in den weiteren Jahren folgen. Weit als nächstes Interview wird es wahrscheinlich Zombie Q-Lab schaffen. Das Spiel hat jetzt auch schon seit längerem, glaube ich, sogar schon eine Steam-Seite. Und wird 2022 releasen, steht zumindest auf der Steam-Seite, da wird sicher ein paar Interviews geben, also ein Interview geben, wo man die
den derzeitigen Entwicklungsstand sowas sieht. Dann am Thumbnail war der von The Bus, der neu angekündigte Mercedes-Benz E-Citaro. Da könnte ich mir hier auch Gameplay dazu vorstellen. Auf den letzten Next Sim haben sie aber auch schon den Multiplayer in die Art angekündigt. Könnte man sagen, für dieses Jahr, und vielleicht bekommen wir da auch schon erstes Gameplay. Das würde mich natürlich sehr freuen, weil The Bus hat echtes Potenzial. Wieder mal als Bus-Simulation. Und als nächstes Spiel mit einem Interview könnte ich mir noch vorstellen City Bus Manager. Das hat ja in der Next Sim 21 nur so einen, bei kurzen Ankündigungen mal so einen Platz bekommen. Da finde ich, dass es vielleicht, weil es jetzt schon weiter in der Entwicklung ist und eine Steam-Seite bald bekommen wird, dass es hier halt ein Interview geben wird mit ein paar Entwicklern. Auf dieses Spiel freue ich mich ja auch schon sehr, da man einfach jede Stadt nehmen kann auf der ganzen Welt und darauf dann sein Busunternehmen aufbauen kann. Das ist echt sehr cool für ein Manager-Spiel. Ich würde sagen, wir halten hier jetzt nochmal schnell. Und das war auch das Video zur Next Sim 22. Von mir wird es keine Zusammenfassungen geben. Ich werde euch aber auf meinem Discord-Server ein paar Videos teilen, die vielleicht die Interviews gut zusammenfassen oder die Ankündigungen. Wo wir gerade dabei sind, ihr könnt gerne auf meinen Discord-Server kommen. Alle Social-Media-Links sind in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Like und Abo wäre auch echt nett, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.